Diese Welt wird von einem internationalen Mafia-Netzwerk geführt. Und die oberste Etage, die was man noch sehen kann, heißt, wir haben es heute schon gehört, Bilderberger Gruppe, Council on Foreign Relations, Trilaterale Kommission, World Economic Forum. World Economic Forum, die wollen einen Great Reset. Wenn wir jetzt nicht souverän handeln, dann wird uns alles genommen werden. Auch euch, liebe Polizisten. Ihr werdet jetzt nur benutzt, damit ihr Kriminelle schützt und dann werden sie euch auch alles wegnehmen. Schaut euch einmal was an vom Klaus Schwab. Klaus Schwab vom World Economic Forum. Er spricht davon, dass wir Menschen es lieben werden, bald kein Eigentum mehr zu haben. Sie werden uns alles wegnehmen, wenn wir es zulassen. Und was hier eigentlich jetzt ist, ist dadurch, dass die Politik nur Handlanger sind von Kriminellen, zeigt sich, dass ein politisches Vakuum jetzt existiert. Es gibt keine wirklichen, eigenständigen, individuell handelnden Politiker. Ich habe meine Stimme schon seit 15 Jahren immer abgeben. Ich bin nur einmal wählen gegangen in meinem Leben. Das heißt, ich kann sagen, ich habe keinen von die Kasper gehört. Ich bin mein einziger, der über mich waltet. Danke. Nur ich selbst. Und das müssen wir jetzt lernen. Also sag ja, die Wahrheit ist nur radikal, wenn man radikal angelogen wurde. Nur dann. Aber wir müssen jetzt mit der Wahrheit gehen. An jeden, der ein eigenes Geschäft hat und nicht aufsperren kann jetzt im Lockdown, der ja nicht wirklich viel nutzt. Der dritte Lockdown wird ja schon prognostiziert und der vierte und der fünfte, wenn wir so weitermachen. Ja, das nutzt ja anscheinend nicht recht gut, die Maßnahmen. Aber sie machen trotzdem weiter. Was hat der Einstein einmal gesagt? Die Definition von Geisteskrankheit ist, wenn man Dinge, wenn man immer dasselbe macht und sich andere Resultate erwartet. Das ist das, was wir haben. Sie werden nie an der Politik ändern. Deswegen sage ich Folgendes. Wir dürfen unsere Geschäfte aufsperren. Wir dürfen machen, was wir wollen, solange wir keinen anderen dabei schaden. Weil die Politik macht es auch. Die Politik macht, was sie will. Sie hat keine gesetzliche Grundlage. Sie schützt nur Kriminelle, führt kriminelle Befehle aus. Und wir dürfen unsere Geschäfte aufsperren. Also, rufe ich jetzt dazu auf. Vernetzen wir uns. Wenn wir 30 sind, die ein eigenes Business haben und das aufsperren, what are they gonna do about it? Nothing. Und wenn wir es regelmäßig machen, dann wird es das neue Normal. Weil es die Leute sich nicht gefallen lassen. Wir brauchen Courage. Wir haben viel mehr Kraft als Menschen, als wir sich jemals vorstellen können. Bitte nutzen wir das. Zudem ist da. Das ist der Grund, warum wir die Problematik haben mit dem Kasperltheater da, wo uns Idioten sagen wollen, was wir jetzt da haben. Bullshit! Wir machen jetzt ganz was anders. Traut euch! Ich trau mich auch! Ihr seid alle gerne eingeladen. Sperrt die Geschäfte auf! Gastronomie auf! Gastronomie auf! Und dann schauen wir mal an, ob sie uns einsperren wollen. Ich glaube nämlich nicht, weil die Verbrecher sind nicht wir. Die Verbrecher sind die, die das Ganze verursacht haben. Und wir lösen es jetzt auf. Weil wir sind auch Teil der Lösung. Wir haben das verursacht. Wir sind schuld, dass unsere Kinder Masken tragen. Wir haben lang genug zugeschaut, wie dieses Mafia-Kartell Kriege über Kriege veranstaltet, Millionen von Menschen ermordet hat. Mit dem größten Militär der Welt, der USA. Terroristen finanziert hat in Syrien, Irak, Libyen. In Libyen, wo sie einen Gaddafi ermordet haben. Das wäre das Gleiche, wie wenn sie einen Van der Bellen ermorden würden. Auf offener Straße. Wir haben lange
genug zugeschaut. Und jetzt ist Zeit, dass wir das endlich checken. Wir sind Menschen, wir handeln menschlich, freundlich mit jedem Polizisten, die auch alle Menschen sind. Und wir sperren unsere Geschäfte auf. Wir verkaufen gute Qualität. Wir machen Tauschhandel, alles Mögliche. Das ist jetzt möglich. Warum? Weil das System Kriminelle schützt. Das ist unser Get-Go, unser Eintrittskarten in die neue Welt. Wir sind frei. Wir sind die Krone, die Corona der Schöpfung. Und das zeigen wir jetzt jedem Einzelnen, wie viel Liebe das in uns steckt. Wie viel Liebe steckt in uns? Wie viel Herz habt ihr? Konkurrieren wir darüber. Nicht wie viel Geld wir haben, das interessiert mich nicht, wie der Ferrari ausschaut. Das ist aus der alten Zeit. Diese Geschichte ist Geschichte und ist in der Vergangenheit. Wer hat mehr Liebe zu geben? Und das schauen wir uns an. Sperrt so es auf. Vernetzen wir uns. Nehmen wir das jetzt wirklich ernst. Weil sonst nehmen sie uns alles. Wir sind diejenigen, auf die wir immer gewartet haben. Wir brauchen keine Experten. Ich bin kein Experte für irgendwas. Nur ich weiß, wie man aus dem Herzen spricht und wie man aus dem Herzen handelt. Und ich sag's euch, mir geht's verdammt gut. Ich liebe euch, liebe Menschheitsfamilie. Bitte machen wir das gemeinsam. Jetzt ist die Zeit. Vernetzen wir uns bitte. Sperrt es auf. Sie können wirklich nichts machen. Und dann laden wir die Polizisten ein auf ein Bier im Wirtshaus und dann lachen wir alle drüber. Und dann heißt es Österreich, erster Dominostein, der in dem Geistesspuk Corona gefallen ist. Wenn ein Dominostein fällt, dann fallen sie alle. Wir sind frei. Wir sind die freie Menschheit. Danke.